Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal, Clemens der Zimmermann. In meinem letzten Video habt ihr gesehen, wie ich die Station für die Kappsäge gebaut habe, diesen unteren Korbus. Heute soll es nun weitergehen mit diesen speziellen Auszügen, die ich mir überlegt habe. Da werden wir diese Rollen verbauen. Was für Gedanken, die ich mir gemacht habe und wie ich diese ganzen Schubladen jetzt baue, das seht ihr jetzt Step by Step in diesem Video. Ich lege jetzt erstmal los, fange an, das ganze Material zu richten und nehme euch einfach wieder Stück für Stück dabei mit und ja, hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß an diesem Video. Wer von euch neu hier ist, gerne ein Abo dalassen und ich würde sagen, ich lege jetzt mal los, denn ich habe wie immer wenig Zeit und viel vor. So, jetzt zeige ich euch mal, was mein Gedanke ist zu diesen Auszügen. Ich werde das Ganze aus Holz machen, keine metallischen Auszüge oder irgendwelchen Schnickschnack. Ich wollte es gewollt einfach so günstig wie möglich halten. Jetzt habe ich mir Folgendes überlegt. Ich habe hier diese Funderplanplatten. Die sind halt super glatt von der einen Seite her. Schön stabil, das war mir wichtig. Und ein paar Reste von meiner Arbeitsplatte. Die habe ich mir jetzt runtergeschnitten auf dem Maß. 3,7 oder was die jetzt haben. So, jetzt werde ich hier so eine Art kleine Tasche konstruieren. Die werde ich jetzt komplett verschrauben. Das heißt einmal hier unten als Gleitlager und hier oben. Das heißt, es gibt hier so eine Art kleine Klemme, wo nachher meine eigentlichen Schubladen drin gleiten sollen. Ich habe jetzt hier schon mal ein Stück von diesen Eichenbohlen. Daraus werde ich jetzt schneiden, weil die sind super stabil und auch nicht robust. Ich werde den hinteren Teil nachher nur verschrauben, dass ich halt eine Rolle auch mal eventuell wechseln kann. Und das Ganze soll jetzt hier drin, das wäre mein Maß, hier drin geführt werden. Hier oben drauf kommt nachher meine Arbeitsplatte. Da habe ich auch lange überlegt, wie ich die fixieren kann. Ich habe mich jetzt einfach für 8er Holzdübel entschieden. Das heißt, ich werde hier oben nachher vielleicht an drei Punkten jeweils einen Dübel bohren. Das gleiche unten nachher meine Arbeitsplatte und dann die einfach draufsetzen. Ich habe jetzt hier einfach mal ein Muster geschnitten, weil ich wissen wollte, ob ich eventuell dieses Holz ein bisschen stärker oder schwächer werden muss. Ich habe jetzt einen Millimeter Luft gegeben. Mir war es dann einfach wichtig, dass wenn ich das rausziehe, dass es hier vorne nicht so sehr weit drunter kippt. Deswegen war jetzt auch mein Ziel, zuerst diese Teile zu bauen, an Ort und Stelle. Und anschließend werde ich das hier da die Stärke festlegen. Ob ich nur einen halben Millimeter Luft gebe, das will ich dann gucken. Wenn ihr es so bauen wollt, würde ich euch das so auch empfehlen, bevor ihr jetzt alles zuschneidet und dann das nachher nicht reingeht oder zu viel Luft hat. Erstmal so Step by Step durcharbeiten. Und jetzt ist ganz wichtig, ich will hier drei Schubladen haben oder drei solche Auszüge. Die sollen natürlich gleich groß sein und natürlich auch schön rechtwinklig zu der Arbeitsplatte laufen. Das wäre natürlich total doof, wenn ich das jetzt irgendwie so oder so montieren würde und am besten noch so diese einzelnen Gleitlager, weil dann würde ich ja nachher meine Schublade nach hinten, wird es enger werden und ich würde die nicht mehr richtig reinbekommen. Jetzt habe ich mir Folgendes überlegt. Ich habe jetzt am Anfang, um das so genau wie möglich zu machen, das sind jetzt die Hölzer, die hier zwischen reinkommen, alle vier hier an Anschlag gelegt, die ich hier brauche, die ich verteilen werde und von hier aus bis zum Ende meiner Werkbank gemessen, das durch drei Schubladen geteilt und habe dann ein Maß von 95,1 rausbekommen. Diese 95,1 habe ich geschnitten. Ich hatte noch einen Rest USB, habe jetzt hier einfach in eine USB-Platte geschnitten. Super rechtwinklig, das war wichtig. Und die werde ich jetzt bei der Montage einfach
gegen mein Holz gegenlegen, mir mit Zwing fixieren, das nächste dagegen drücken. Und so habe ich immer gegeben, dass die schön parallel rechtwinklig zueinander laufen. Würde ich euch auch empfehlen, so habt ihr am wenigsten Toleranzen drin. Weil wenn ihr jetzt anfangt, das hier einfach herzusetzen, klar, man kann es auch messen, aber es ist halt immer, wenn ihr ein bisschen Toleranzen drin habt, summiert sich das Ganze natürlich über die Länge. Und so seid ihr auf jeden Fall auf der sicheren Seite, dass es schön rechtwinklig zueinander läuft. Zwischenbilanz. Ich habe jetzt gerade einen Haufen Eichenhölzer hier zugeschnitten. Das habe ich jetzt nicht gefilmt, das wollte ich euch ersparen. Bestimmt 2 Stunden lang hier rumgeschnitten, bis ich die ganzen Hölzer mal draußen hatte. Ich habe jetzt überall mir hier die ganzen Leisten für die Auszüge schon reingemacht. Habe geguckt, dass sie schön laufen. Das geht schon wirklich relativ gut. Hat auch nicht so gut wie gar kein Spiel. Jetzt momentan noch minimal, weil sich das hier noch hoch bewegen kann. Das ist aber nachher rum, wenn ich die Arbeitsplatte von hier oben drauf lege. Die werde ich sogar verschrauben. Ich habe jetzt nämlich gesehen, dass ich das auch einfach hier vorbauen könnte und von unten eine große Schraube reinjag. Dann spare ich mir das ganze Zeug mit diesen riesen Dübeln und Rummesserei. Es geht wesentlich einfacher und dann ist auch die Arbeitsplatte richtig runtergespannt. Mal die erste Schublade vorbereitet, die Rollen montiert. Da habe ich mir auch zu Anfang mal ein Muster gemacht, um zu gucken, wie weit muss ich von der Oberkante wegbohren, damit ich halt, damit es noch gleitet, aber nicht zu hoch oder zu tief ist. Ich habe es jetzt so gemacht, dass es ja so knapp einen Millimeter drüber geht. Die Rollen haben 25 mm Durchmesser und ich habe jetzt ja im Prinzip 1,1 von oben gebohrt, 1,25, das heißt 1,5 mm, was sie in etwa rausschauen. Das gleitet ganz gut. Zum Anfang habe ich ein bisschen weniger gemacht. Das war mir zu hoch. Das hätte mir sonst den Anschlag ein bisschen verschoben. Und das Auflager bringt natürlich nichts, wenn ihr die Rollen zu hoch baut. Dann wird es im Prinzip mehr auf der Kappsäge eventuell so liegen. Aber es funktioniert wunderbar. Die Löcher habe ich jetzt einfach wirklich freihand gebohrt, mir von oben angezeichnet und dann einfach nur 5 mm tief, Pi mal Auge, reingebohrt. Einfach nur, dass die Rollen ein bisschen Führung haben. Die haben hier eine 8er Gewindestange drin und einfach ein kleines 8er Loch gebohrt, fertig die Dinger reingesteckt. Die beiden Teile kommen hier nachher raus, die habe ich mir nur zur Montage nochmal 2 extra geschnitten. So habe ich halt jetzt die Möglichkeit, mir das alles schön hinzuspannen, an Ort und Stelle, wo ich es hinhaben will und das zu verschrauben. Ich werde es jetzt auch wirklich nur verschrauben, nicht verleimen. Einfach, falls mal irgendwas mit den Rollen sein sollte, kann ich das halt austauschen. Oder ich müsste doch mal irgendwie was nachschleifen, dann kann ich das halt eventuell mal auseinanderbauen. Was ich nicht hoffe.
was mit so ein bisschen Schleiferei und Silbergleit oder Silikonspray. Ich habe jetzt beides mal versucht. Ich habe es einfach mit Silikonspray gemacht, aber schaut euch mal den Unterschied an von diesem hier. Also echt stramm zu hier. Das geht wunderbar. Zwei Fingerchen. Ist das nicht cool? Wenn man sich jetzt vorstellt, nachher zieht man sich hier raus. Tipptopp. Und dann nimmt man den Hölzchen, was ich jetzt gerade nicht zur Verfügung habe. Für die Karten zum Beispiel. Und schiebt sich das hier ran. So ein Filikus. Und ab zur Kappsäge. Das ist doch mal cool, oder nicht? Ha! So, ich werde jetzt mal raus für heute. Mal gucken, wann ich dran gehe. Wahrscheinlich muss ich wieder eine Nachtschicht für euch einlegen. Bis zur Nachtschicht. Oder vielleicht kriege ich auch noch einen Tag. Irgendwann ist hin. So Leute, es geht weiter mit der Werkbank. Ein paar Sachen habe ich schon erledigt. Ich habe zum anderen hier oben die Arbeitsplatte schon gestrichen und die Verkofferung fertig gemacht. Die hintere Schublade habe ich fertig geschliffen. Die laufen jetzt eigentlich schon relativ gut. Ich habe mir ein paar Griffe montiert, mir so ein paar schwarze Metallgriffe geholt. Und ich groß, robust, das war mir wichtig. Weil nachher, wenn die Arbeitsplatte hier drauf ist, ich habe schon mal das Ding probehalber mal hingelegt, kommt man hier halt nachher überhaupt nicht mehr dran, um das Teil rauszuziehen. Deswegen habe ich erstmal die Griffe direkt drauf geschraubt. Später wird es natürlich eine Verblendung geben, wo die dann final außen drauf kommen. Also mein Ziel für heute, Arbeitsplatte montieren, die Klappsäge montieren, auf Höhe alles ausrichten und im Prinzip diesen oberen Teil fertig machen. Ein spezielles Teil, was noch kommt, davor habe ich noch ein bisschen Bammel, ist halt die Einfräsung für dieses Sauter-Profil. Das ist aber, das werde ich euch gerade nochmal vorstellen, das ist nämlich ein richtig cooles Teil. Und zwar könnt ihr euch das Ganze bei Sauter bestellen. Das nennt sich Profilschiene. Das gibt so ein Dreierset, die ist 3x1,20 Meter lang. Das passt hier optimal für meine Länge. Ich habe hier 3,20 Meter lange Werkbank. Das werde ich halt in drei Teilen dann hier vorne einfräsen für meinen Parallelanschlag oder meinen Längsanschlag. Ja, und diese Schiene ist 17 mm breit und ihr könnt das Ganze in so einem Set bestellen. Da ist dann gleichzeitig auch ein 17 mm Nutfräser drin. Und ich bin der Meinung, also Nutfräser und auch diese kleinen Schräubchen, die ihr braucht, plus Kegelsenker, weil hier zwischendrin ist natürlich nicht wirklich viel Platz. Und dann habt ihr dann speziell einen Kegelsenker, womit ihr euch die Schrauben schön versenken könnt, damit das Ganze nachher gleitet. Ich habe nur ein kleines Problem. Ich habe mir das Set schon mal bestellt gehabt, habe es dann aber zweckentfremdet für meine LED-Beleuchtung, weil es halt perfekt hier reingepasst hat. Und das andere Set ist leider noch nicht angekommen. Also ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Heute ist Samstag, dass es vielleicht doch noch eintrudelt. Mal schauen. Ich habe noch ein kleines Stück übrig, um das Ganze hier mustermäßig schon mal dran zu schrauben und mir vielleicht auch schon einen Anschlag zu überlegen, wie ich den baue. Aber das gucke ich jetzt mal. Jetzt gehe ich erstmal dran. Ich habe mir das alles schon mal hier grob hingerichtet, wo es hin muss. Ihr seht, das ist noch alles lose. Das hat auch einen speziellen Grund, warum es lose ist. Seht ihr aber nachher. Ich muss jetzt hier noch die Ausfräsung machen von meiner Verrohrung und von dem einen Kabel. Plus das Ding einfräsen. Und was leider auch nicht mitgekommen ist, hier oben soll es nachher ein selbstklebendes Blechmaßband geben. Das gibt es auch beim Sauter. Das ist halt alles noch unterwegs. Also, auf geht er, auf geht er.
wer sich jetzt kurz gewundert hat, für was diese Leisten sind, das ist jetzt die untere Seite von der Werkbank. Die liegt im Prinzip nachher hier gegen von oben einfach nur, also auch als Gleitlager, dass es ganz hier in der Mitte nochmal gehalten ist und eventuell nicht das Teil hier so eine Biegung macht. Gut, weiter geht's. Jetzt kommt zum spannenden Teil, diese Fräsung. Davor habe ich am meisten Angst gehabt, dass ich die versau. Ich habe das Ganze jetzt vorbereitet. Meine mittlerweile Lieblingskombo. Makita-Staubsauger mit der Oberfräse. Alles eingestellt, in 17 mm Nubfräse reingemacht. Ich habe jetzt geschaut, das Ganze fühlt sich relativ sicher an. Also wenn ich die Maschine jetzt hier drauf setze, ich habe gedacht, es wird ein bisschen kippliger. Wir werden es sehen. Ich habe es jetzt erstmal vielleicht so auf vielleicht 3 mm eingestellt, um erstmal so eine Linie reinzubekommen. Hier habe ich so einen großen USB-Winkel mir mal gebastelt. Den habe ich jetzt gerade auf der unteren Seite fixiert, hier mit einer Schraube. So steht mir die Platte auch einigermaßen stabil. Drückt mir die Daumen, dass das jetzt gut geht. Schutzbrille, Gehörschutz nicht vergessen. Schutzbrille unheimlich wichtig, gerade wenn ihr hier so auf Kopfhöhe fahrt. So, ich habe jetzt gerade ein Musterstück, eine kleine Probefräsung gemacht, um die genaue Tiefe rauszubekommen. Habe es mal fein nachjustiert. Jetzt passt auf jeden Fall perfekt. Ich werde jetzt mal versuchen, im nächsten Rutsch die komplette Tiefe gleich zu fräsen. Das gibt auf jeden Fall einen Haufen Dreck. Ihr seht schon, nur von meiner Musterfräsung sehe ich aus wie ein Hund, weil der Staubsauger es einfach nicht mehr packt. Da kommt jetzt richtig Material an. Aber egal, da müssen wir jetzt durch. Also drückt mir die Daumen. Kein Wackel. So, noch eine kleine Sache, die ich euch sagen wollte. Ich habe jetzt hier ein Musterstück gemacht. Seid euch da nie zu schade, um mal ein kleines Stück von eurem Material irgendwo mal zur Seite zu nehmen und immer, bevor ihr irgendeinen Arbeitsschritt macht, das Ganze mal vorher ausprobieren. Ich habe jetzt hier zum Beispiel mal meine fertige Beschichtung, so eine Oberflächenbeschichtung drauf gemacht, um zu gucken, wie die wirkt, ob die passt, auch von der Farbe her. Und jetzt hier seht ihr, ich habe hier meine Musterfräsung gemacht, um auch die Tiefe natürlich final einzustellen. Und jetzt anschließend hier mit meinem kleinen Makita Kantenfräser eine Rundung dran gefräst. Reihenfolge ist natürlich auch immer wichtig, weil hätte ich jetzt die Rundung zu Anfang dran gefräst, wäre mein Auflager für die Oberfräse, um die Nut reinzufräsen, natürlich noch kippliger geworden. Genau aus diesem Grund mache ich mir solche Muster, um einfach zu gucken, wie ich agieren kann. Wenn ich das nachher hier mache, und das funktioniert nicht, ist natürlich sehr schlecht. Einen kleinen Tipp würde ich euch noch geben. Ihr habt es gesehen, zum Anfang hat man immer ein bisschen Probleme mit der Oberfräse reinzufahren, mit dem Parallelanschlag. Das hätte ich umgehen können, hätte ich die finale Länge. Ich hatte jetzt nicht so viel Spiel gehabt, aber zum Schluss abzuschneiden. Ich gehe jetzt mal dran, ich habe jetzt mal geguckt, habe mir eine Rundung überlegt. Relativ grob, damit es halt schön griffig wird. Und werde jetzt hier noch schnell die Kante brechen. Und anschließend das Ganze noch verschleifen und dann kann ich schon am Montieren gehen. Aber das ist so cool geworden. Ich zeige es euch nochmal von nahen. Schaut es euch mal an. Das sieht doch wohl sauber aus, oder nicht? Coole Sache. Also, auf geht's. Kanten fräsen. So, ich will euch jetzt mal ein paar Kleinigkeiten zeigen, die ich jetzt zur Befestigung einmal gemacht habe von der Arbeitsplatte, so dass man natürlich nichts sieht. Und zum einen eine Auszugssicherung, dass meine, diese Auszüge, die ihr hier seht, von der Kappsäge, natürlich nicht, wenn man da zieht, dass sie einfach rausfallen. Das wäre natürlich doof, wenn man mal so aufpassen müsste, wo genau ist denn das Ende, bevor die rauskippen.
ganz einfache Sache. Ich muss natürlich ein bisschen grübeln erstmal. Wie eine schlaflose Nacht hinter mir. Und zwar bin ich jetzt hergegangen, wenn ihr es hier seht. Aber ich habe jetzt hier ein Loch gebohrt. Einfach direkt hinter von der Hinterkante hier, wo der Rahmen sozusagen ist. Und jetzt ist es ganz einfach. Ich gehe her. Wenn ihr euch vorstellt, ich ziehe jetzt das Ding raus. Upp. Und dann ist da das Loch. Da seht ihr es. Und nachher, wenn ich die Arbeitsplatte drauf habe, werde ich einfach hergehen und von hier unten einfach eine Schraube hochdrehen in die Arbeitsplatte rein. Und schon ist es gesichert, dass das Teil nicht rausziehen kann. Das habe ich an zwei Seiten gemacht. Ganz einfache Sache. Falls irgendwas damit sein sollte oder ich will es nachschleifen, drehe ich halt die zwei Schräubchen einfach wieder raus und kann das Ding rausziehen. Simpel und einfach. Muss nicht auf den Kopf gefallen sein. So, und zur Befestigung, hier in dem vorderen Teil, dort, wo ich noch diese Abkofferung habe, ihr seht, die habe ich jetzt zum einen dort einfach dran geleimt, an der Stirn. Die Platte liegt jetzt aktuell verkehrt herum. Und habe einfach zusätzlich nochmal hier unten ein Stück Eiche, die ich noch übrig hatte, damit im Eck angeleimt. Somit ist das Ding super stabil fixiert, von zwei Seiten gehalten. Und dann final habe ich jetzt einfach hier, man sieht es ein bisschen schwierig auf der Kamera, hier mir schon angezeichnet, wo die Teile liegen, von dieser Seite vorgebohrt, im Ring rum. Und wenn ich die Arbeitsplatte jetzt gleich rüberkipp, kann ich dann im Prinzip einfach nur von unten das Ganze festschrauben. Und schon ist das Ding überall fixiert und ich habe die Möglichkeit, ohne weiteres die Arbeitsplatte auch eventuell mal runterzunehmen. Ich muss im Prinzip nur die Schrauben lösen. Ja, ganz einfache Sache. So Leute, normalerweise kommt ja am Dienstag mein Video online. Leider ist das Paket, was ich gebraucht habe, um das Video fertig zu machen, bei der Post verschütt gegangen. Ich habe das am Samstag, eigentlich sollte es am Freitag schon kommen, dann hätte ich alles in Ruhe fertig machen können. Leider war dem nicht so. Jetzt haben wir Dienstag und das Paket ist heute erst gekommen. Ich lege jetzt eine Nachtschicht ein, mache das Ganze fertig. Ich zeige euch mal ganz kurz, was nämlich gekommen ist, und zwar vom Sauter. Einmal diese Tenucci. Das Sauterprofil nennt sich das, glaube ich. Und darauf habe ich sehr lange gewartet. Und zwar ein Blechmaßband, was ich hier in der Arbeitsplatte jetzt noch einfräsen will. Und zwar wichtig, wenn ihr sowas bestellt, gibt es alles, wie gesagt, beim Sauter, darauf achten, wie rum ihr die Skala machen wollt. Ich brauchte jetzt eine, die von rechts nach links gibt. Ihr könnt die in beiden Richtungen bestellen, rechts nach links, links nach rechts, wie ihr es halt braucht. Ne? In dem Fall war es von der Seite nach da. Sonst habt ihr nämlich nachher die Zahlen über Kopf und das wollt ihr ja nicht. Soweit, so gut. Wie ihr gesehen habt, ich habe mir hier vorne das Blechmaßband jetzt eingefräst. Ganz klein bisschen nur, vielleicht so 1-2 mm, dass es kaum spürbar ist. Das Blechmaßband hat irgendwas um die 12,5 mm. Ich habe jetzt einen 12er Fräser reingemacht, den danach ganz leicht nochmal versetzt und ein zweites Mal lang gefahren. Jetzt muss ich das Ding natürlich aufkleben. Natürlich ist 0 ja jetzt nicht hier vorne irgendwo, sondern ich muss es ja ganz exakt machen. Jetzt habe ich mir hergegangen und habe mir hier so einen Anschlag gebastelt. Ob das final das Endding ist, weiß ich nicht genau. Muss ich mal schauen, wie sich das bewährt. Diese Schrauben hier kriegt ihr auch beim Sauter. Ist ganz cool mit so einer 8er Gewindestange. Die passenden Nutsteine für diese Schiene dazu. Findet ihr da alles. Und der soll jetzt hier lang gleiten und mein Anschlag sein. Und gleichzeitig werde ich hier vorne die Vorderkante mir die Länge markieren. Ich habe jetzt das Ding ein bisschen ausprobiert,
Das läuft noch nicht ganz so, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich werde mir vielleicht ein paar andere Notstände besorgen, die hinten so eine Art Kugellager haben. Die muss man halt so leicht reindrücken, dann gleiten die relativ gut. Jetzt gehe ich dran und klebe mir das Blechmaßband auf. Ich habe jetzt Folgendes gemacht. Ich habe mir das hier exakt auf 50 cm abgeschnitten. Hier einmal fixiert an meiner Schiene. Also habe ich mir meinen Anschlag vorher hier dran gesetzt. Der geht dann nach hier oben drauf auf meine Skala dann. Und habe mir hier oben einen Strich gemacht. Ganz hauchdünn, so genau wie möglich. Bei 50 cm. Und genau da werde ich jetzt anfangen. Bei 50 cm und das Blechmaßband aufkleben. Genau auf diese Linie. Also kleben tut es schon mal Bombe. Gut, ich gehe mal dran, drücke mir die Daumen, dass es jetzt gut geht. Soweit so gut, das hat echt jetzt wunderbar funktioniert. Ich habe jetzt gerade mal einen Musterschnitt gemacht. Das passt perfekt. Jetzt will ich aber euch gerade noch was anderes zeigen. Und zwar, das habt ihr vorher gar nicht gesehen, diese Teile hier hinten. Ich habe die jetzt extra für euch mal lose gelassen, um euch einen Tipp zu zeigen, wie man zum Beispiel solche Sachen jetzt festbekommt. Und sich das auch nochmal final auszurichten. Wenn ihr jetzt guckt, das Ganze hier ist noch komplett lose. Ist so ein bisschen festgemacht. Und zwar habe ich Folgendes gemacht. Diese Höhe hier von dieser Ausklinkung hat nicht ganz genau gestimmt. Da habe ich ein bisschen Toleranzen drin gehabt. Jetzt bin ich einfach hergegangen, habe meine Alulatte nachher, nachdem ich die Klapse hier ausgerichtet habe, hier rüber gelegt, hier unten ein Stück von dieser Arbeitsplatte reingelegt, die was auch final oben drauf kommt, und habe mir das Toleranzmaß gemessen. Als ich das gemessen habe, habe ich mir hier unten auf der unteren Seite, einfach zwei Hölzchen auf diese Breite geschnitten. Und damit habe ich eine Auflage geschafft für diese Platte. Das heißt, ich muss jetzt nur noch hergehen, lege die hier unten rein und schraube die von hier an. Somit habe ich eine nicht sichtbare Verbindung und ich habe exakt die Höhe, die ich brauche. Ganz einfach und effektiv. Das gleiche habe ich hier mitgemacht. Den Bereich hier unten habe ich vorgebohrt, dass ich den jetzt von unten verschrauben kann. Und damit mir das von hier hinten auch fest wird, habe ich einfach an der Rückseite hier mir einen Rest von dieser Arbeitsplatte einfach rangeleimt als kleinen Anschlag. Und somit kann ich jetzt einfach hergehen, tue das hier rein. Richte mir das nochmal hier genau aus und verschraubt es hier von der Seite, da wo es niemand sieht. So Leute, das war's auch schon mit dem Video. Ich bin mega zufrieden, das Ergebnis kann sich, denke ich mal, mehr erzählen lassen. Alles, was ich mir ausgedacht habe, hat soweit echt gut funktioniert. Hier und da sind ein paar Kleinigkeiten, wo ich noch ein bisschen nacharbeiten muss, aber ansonsten bin ich echt happy. Ich finde es halt mega praktisch, gerade in so einer kleinen Werkstatt, wenn ich jetzt hier hinten umher arbeite. Keine Ahnung, ich muss jetzt hier hinten noch was machen, brauche ein bisschen mehr Platz, schiebe es rein, weil ich die Länge nicht brauche, oder wenn ich was Langes kaputt will, ziehe ich es mir raus. Kannst hier abrollen. Der Anschlag funktioniert mega. Meine Absaugung, ich habe endlich eine Werkbank, die ich mir schon lange gewünscht habe. Ich würde mal sagen, das war's mit dem Video. Ich hoffe mal, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ich bin gespannt, was ihr zu diesen Ideen sagt. Und ich würde sagen, haut es mir einfach in die Kommentare, wie euch das Ganze gefallen hat, ob ihr das in der Art auch nachbauen würdet oder ob ihr vielleicht Verbesserungsvorschläge habt. Bin mir gerne offen dafür. Ja, und für alle, die neu hier sind, lasst mir gerne ein Abo da, wenn euch das Video gefallen hat. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Da gibt es zur Abwechslung mal wieder ein etwas anderes Thema. Da zeige ich euch nämlich meine Einfahrt, die ich draußen gebaut habe. Die ist nämlich echt abgefahren geworden. Das Ganze habe ich so ein bisschen mit Bildern unterlegt. Also seid gespannt. Ist echt mega geworden. Das hat jetzt auch echt Arbeit gekostet. Ich würde sagen, ich bin mal raus für heute und hau mich jetzt ins Bett. Ich bin müde. Macht's gut, euer Clemens Zimmermann.